Okay, wir haben nochmal einen musikalischen Gast bekommen. Prinz Chaos, der zweite, besucht uns mit Gitarre. Und zum Thema Engagieren und so weiter möchte ich mal kurz einen Verweis aufmachen auf abgeordnetenwatch.de. Es schadet nicht, den Jungs mal ab und zu eine Mail zu schreiben. Sie antworten nicht, aber es ist klar, dass sie nicht antworten. Geht mal da wirklich, schaut da mal nach, schaut, wer euer Abgeordneter ist und schreibt ihm Mails. Ich meine, es ist kein großer Aufwand. Inzwischen versuchte Georg Hackmark von Abgeordnetenwatch.de die Sache auch auf kommunaler Ebene aufzubauen. Hat wahnsinnig viel Ärger, weil dann natürlich rauskommt, wer mit wem zusammenhängt. Das ist in 3 oder 4 Kommunen schon passiert. Soweit ich informiert bin, soll es auch bald in München passieren. Dann könnt ihr auch dort euch direkt an den Stadtrat wenden. So, jetzt schauen wir, ob der Prinz da ist. Funktioniert das schon? Ich komme gerade aus der Reha, weil ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ja? In meinen jungen Jahren. Es war ein Wahnsinn, gell? Ich habe also auf Facebook, auf meinen Bandscheibenvorfall, habe ich also Reaktionen gekriegt, eine Welle. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist den Leuten wirklich eine große Erleichterung, wenn sich mal wer hinstellt und sagt, dass es ihm total scheiße geht zurzeit. Ja? Also mir geht es echt total scheiße zurzeit, ich sag's wirklich, wie es ist. Gell? Und dann habe ich da in diesem Krankenhaus, das ist ja irgendwie ab einiger Zeit nicht zu vermeiden, habe ich da mal wieder ferngesehen, obwohl ich also seit genau 10 Jahren kein Fernseher mehr habe. Ich habe also 14 Tage, ich habe 14 Tage nach dem 11. September 2001 meinen Fernseher abgeschalten, weil ich gesagt habe, das macht ihr mit mir bloß einmal. Auf jeden Fall, da habe ich im Krankenhaus einmal wieder ferngesehen. Gut, dass das alles ein geisteskranker Schmarrn ist, das war mir klar. Aber was ich so frappierend gefunden habe, ist, also wenn du dir die Nachrichtenlage anschaust, dann denkst du dir eigentlich, die Welt geht gerade unter. Aber die Stimmung in diesen Fernsehsendungen von den Moderatoren ist halt doch so ein Drübersteher-Tum und wir haben irgendwie alles im Griff und alles in cool und so weiter. Und jetzt versuchen wir natürlich auch alle, uns gegenseitig vorzuspielen, weil wir müssen ja alle erfolgreich sein und cool und haben alles im Griff. Aber eben in Wirklichkeit geht es am meisten Leid eigentlich ziemlich scheiße. Das Lied, das habe ich geschrieben, da war ich in Japan in so einem Heißwasserbad und da war ich in der Sauna und in dieser Sauna, das war eine Riesensauna, da war ein riesen Bildschirm drin, da sind Nachrichten gelaufen und während ich da in dieser japanischen Sauna sitze, ist aus diesem Bildschirm der Tsunami, der da 2005 Südostasien verwüstet hat, abgelaufen. Ja. Tsunami-Surfer im Wellengrab, modernde Unschuld, mich aber hat die große Welle schweben gemacht, durchs Meer getragen, ins Trockene gebracht. Tsunami-Surfer, Hütten am Strand, ins Nichts gerissen, aber meine Burg, die stand. Hoch in den Lüften, da stand die sicher und leicht. Tsunami-Surfer, auf Chaos geeicht. Wir sind die Lavatänzer, Erdbebentaucher, die Stürmer und Staucher, Lawinen, Borderliner, die Katastrophen, Toten. Da, 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 da. Zukunftsboten, Crashpiloten, Tsunami-Surfer. Sail it plain and don't lose your balance in Shiva's reign. The seas are churning, so surf and survive. Tsunami surfers, the masters of drive. Keep moving, dance on volcanoes, earthquake divers, disaster survivors. Riding down avalanches, tsunamis of hope and despair, da 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 da. Staring up anger everywhere.
die Katastrophen toten. Zukunftsboten, Crash-Piloten.